از هفته بری چون جن پلیس پلیس اج مرگود زو خ زات خازر بکه پشت عملیات انتدشین ترسامنه و کدی نه ترسامنه نیست چون کی از آن مهرم چل پیشی نامنه اج بری هیکی از ترسام چون کی از باوریم انسانی سویل هیی اما انسانی دناب بروکراسیا دولت ده تو باوریم وان انسان نیست تنی باوریم انسانی سویل هیی یعنی Alles. Und die fressen gute Butter und Wurst und sind noch am Meckern. Ja, nur tut mir da mal einmal gefallen. Die sollen die Grenzen wieder zumachen. Und dann herrscht wieder Ruhe und Ordnung. Räumliche Beschränkung. Der Aufenthalt wird beschränkt auf Stadt- und Landkreis Osnabrück. Aufenthaltsgestattung zur Durchführung des Asylverfahrens. Hinweise. Familienzuzug ist nicht gestattet. Verstöße gegen Auflagen und räumliche Beschränkungen sind strafbar oder können als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. Ein Verlassen des Bereichs der räumlichen Beschränkung bedarf grundsätzlich einer besonderen Genehmigung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge oder der Ausländerbehörde. Wir haben es allmählich durch Rückführungen von Kontingentflüchtlingen mit einer Haltung bei der Exekutive zu tun, die nicht mehr gestört werden möchte durch das Mitgefühl der Bevölkerung. Dieses ist der Hintergrund, natürlich auch nicht durch die der Kirchen, durch Nichtregierungsorganisationen, die im Flüchtlingsbereich arbeiten oder Privatinitiativen. Diese Haltung wird umgangen heute, indem die brutalen Abschiebungen, die ja nicht selten auch zu Todesfällen geführt haben, zu Suiziden in Abschiebehaft, die also ein schlechtes Image insgesamt verursacht haben, diese Haltungen werden heute umgangen, indem die Abschiebungen möglichst ausgelagert werden oder so zentriert werden, dass sie als freiwillige Rückführungen, als freiwillige Ausreisen apostrophiert werden. Ich glaube aber, dass diese Kopplung von Recht, Strafrecht und Menschenrecht entkoppelt gehört zu einem Bürgerrecht hin. Das heißt, weil einer ein Mensch ist, hat er Rechte. Und nicht, weil er Mensch einer Nation ist, hat er Rechte. Diese Entkopplung muss man à la longue hinkriegen oder man produziert schlicht und ergreifend Katastrophen, Mord, Totschlag, Ausgrenzung, Elend. Und dann würde man auch fragen, was die Ursachen für die Migration sind und würde ganz woanders ansetzen als an den Grenzen der Zufluchtsländer.